Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Technomage. Letztes Mal haben wir die Krypta gemacht und jetzt gab es ein großes Erdbeben. Wir haben von einem Grad erfahren, wo unser Vater auf eine Geheimmission hingeschickt wurde oder sowas ähnliches. Und jetzt ist hier anscheinend das Kraftwerk explodiert und wir sind hingeschickt worden auf den Schrottplatz, um da zu helfen. Und vorher durften wir ja nicht hin, aber jetzt haben wir offiziell Erlaubnis. Mein Mann ist unser Chefingenieur hier und er hat gerade unglaublich viel zu tun, sodass er jede verfügbare Hilfe gebrauchen könnte. Er ist stets in der Nähe des Kraftwerkes in Steamer Park zu finden. Möchtest du nicht zu ihm gehen und schauen, ob du ihm von Nutzen sein kannst? Ich wäre auch beruhigter, wenn ich wüsste, dass er nicht mehr der Einzige ist, der sich mit all diesen Problemen auseinandersetzen muss. Weißt du, ich habe ihn seit Tagen nicht mehr gesehen. Wenn du ihn seit Tagen nicht mehr gesehen hast, würde ich mir ernsthaft Sorgen machen. Ich frage mich auch, wie dieses Spiel überhaupt lenken kann. Ja, vielleicht ist es in Aufnahme nicht, aber mir ist es immer wieder. Und seht ihr, hier sind auch noch weitere Löcher. Also wir konnten die Mission vorher gar nicht machen. Den armen Chefingenieur trifft der Wassermangel am härtesten, wo er es doch so dringend bräuchte, um das Kraftwerk abzukühlen. Leider hat er immer noch nichts gefunden, womit er endlich die Pumpe gleich neben dem Wasserreservoir wieder in Gang bekommen könnte. Das Steuerrad der Pumpe fehlt. Und obwohl sich auf dem Schrottplatz sicher etwas Vergleichbares fände, traut sich wegen des eigenartigen Quietschens dort keiner mehr hinein. Und wie steht's mit dir? Kannst du die Pumpe reparieren? Auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Sonst kommen wir auch nicht weiter aus dieser Stadt heraus. Auch wenn die Leute hier und da mal netter sind als woanders. Sagen wir es mild ausgedrückt, die Umgebung sackt richtig hart. Es ist alles Metall und verrostet. Ich kenne schönere Städte. Hust, Wolfsburg, schönste Stadt überhaupt. Hust. Nein. Man will ja nicht übertreiben. Aber ich finde Wolfsburg wirklich schön. Im Gegensatz zu Berlin. Ach, ich mag Berlin nicht. Ich habe immer Pech, wenn ich in Berlin bin. Das ist dumm. Ah. Du willst auf den Schrottplatz? Klar gibt es einen Weg, um dort hineinzukommen. Der Schrottplatz darf aber nur von waschechten Steamern betreten werden. Und das sind auch die einzigen, die richtig gut Himmel und Hölle spielen können. So wie ich. Darin bin ich Champion. Willst du mit uns Himmel und Hölle spielen? Ja. Du willst ein richtiger Steamer sein? Na gut, dann zeige ich dir jetzt, wie es geht. Und dann bist du dran. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, also. Jetzt bist du dran. Beginne auf der 1. Du hast dich verhüpft. Willst du es nochmal versuchen? Los, zeig's uns, Dreamer. Naja, das Problem ist... Okay, drehen wir erstmal die Kamera. Du hast dich verhüpft. Willst du es nochmal versuchen? Los, zeig's uns. Ich muss weiter nach da hinten klicken, damit ich vernünftig... Sprungreichweite habe, weil sonst klickt der, wenn der springt und dann kommt der Pfeil immer näher zu fallen und irgendwann sagt er sich, nö. Der Pfeil sagt mir, ich springe nicht gut, weiter. Ganz gut, aber das war ja nur ein Spielchen zum Aufwärmen. Jetzt machen wir das Ganze ein bisschen schwieriger. Ja. Ja, ich habe früher als Kind nie Himmel und Hölle gespielt, obwohl, doch, an einmal erinnere ich mich aber. Keine Ahnung, wie gut ich war. Und ich glaube, wir haben die Regeln noch nicht ganz befolgt. Springt übrigens ziemlich komisch, wenn du mich fragst. Jetzt bist du dran. Beginne auf der 1. Super Merkspiel. 1, 2, 3, 4, 5. Das war nicht schlecht, aber ich zeig dir jetzt mal, wie wir richtigen Steamer das machen. Ja, Schwierigkeitsgrad 3, los. Ist nur etwas blöd mit der Steuerung des Spiels, weil Springen klappt bei mir noch nicht ganz so. Entweder ich bin etwas eingerostet oder das Spiel ist etwas näher. Und genau, was das angeht. Aber hey, es ist wenigstens mal eine Abwechslung. Jetzt bist du dran. Beginne auf der 1. Ich glaube, wir dürfen auch nicht gehen auf die Felder. Auf jeden Fall wählen wir das neu. Du hast dich verhüpft. Willst du es nochmal versuchen? Los, oh, ich, zeig's uns. Ah, er muss sich dann auf die 3. Ähm.
Du hast dich verhüpft. Willst du es nochmal versuchen? Ja, ja. Du hast dich verhüpft. Willst du es nochmal versuchen? Los, zeig's uns, Dreamer. Okay, wenn ich es hier nicht schaffe, dann schneide ich zu dem Versuch hin, wo ich es schaffe. Respekt, Melvin. Du hast bewiesen, dass wirklich Steamerblut in deinen Adern fließt. Endlich! Ich habe zwischendurch vergessen, wie ich springen muss. Das wird das blöd, aber naja. Ich und mein Springen könnte in diesem Spiel. Mir nach. Ich zeig dir, wie man auf den Schrottplatz kommt. Ja, da hat man Skype drin. Ich habe vergessen, mich in Skype abzumelden. Ja, Karateschlag. Bams. Ich danke dir, Spalk. Dann werde ich jetzt mal versuchen, das Geheimnis dieses Schrottplatzes zu lüften. Im Gegensatz zum Himmel- und Hölle-Spielen müsste das ja ein Klacks für mich sein. Du sagst es. Himmel und Hölle war auf jeden Fall schwerer als das. Das Steuerrad. Sprechen wir mal mit allen Leuten. Ich bin im Moment wirklich sehr beschäftigt. Aber wenn du gekommen bist, um zu helfen, dann bist du mir mehr als willkommen. Teile des Kraftwerkes sind explodiert und der Rest droht zu überhitzen. Wir müssen es unbedingt mit Wasser kühlen. Es gibt dort drüben ein Wasserreservoir, aber die dazugehörige Pumpstation ist kaputt. Wenn es dir gelänge, den Pumpmechanismus wieder in Gang zu bringen, dann könnten wir die Wassertanks des Kraftwerks wieder fluten. Uns bleibt aber kaum noch Zeit. Kannst du mir helfen? Stopfe zuerst alle Lecks in den Pipelines. Danach musst du das Steuerrad an der Pumpstation anbringen, um die Tanks wieder fluten zu können. Vergiss auch auf keinen Fall den Ölstand dieser Maschine direkt hier auf ihrer Rückseite zu überprüfen. Gegebenenfalls musst du etwas Öl nachfüllen, um die Hydraulik wieder gut zu schmieren. Zuletzt müssen wir dann mittels der Ventile an den Tanks den Wasserstand in allen drei Tanks angleichen. Soll ich das noch einmal wiederholen? So viel zu, das Öl brauchen wir nicht mehr. Hust, hust. Hey, ich habe einen Korken gefunden. Dam, dam, da, dam. Dün, 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 da, 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 Zelda ist. Zelda? Ich habe auch eine leichte Klatsche, oder? Nochmal. Leute, quitt. Dam, 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 da, 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 da. Final Fantasy ist episch. Wir haben noch kein Wasser, also bringen uns die Ventile noch nichts. Kork. Wir haben einen davon. Das heißt, wir müssen. Können erst einen Leck stopfen. Die anderen finden wir wahrscheinlich auf dem Schrottplatz. Da müssen wir sowieso hin wegen Tank und alles. Gestopft. So schnell kann das gehen. Yep. Schnell geht das. Aber nur, wenn man die passenden Korken halt hust. Oh, Skype. Ich hätte es echt voll ausmachen sollen, aber ich kann jetzt hier nicht raus aus dem Spiel. Also dann müsste ich es beenden und die ganze Aufnahme. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust zu. Skype, hör auf zu flackern. Oh, Schleichwerbung für Leute in Skype. Könnt ihr Pause machen und die Namen raussuchen und die Leute dann stalken? Ich habe nichts dagegen. Wenn es euch Spaß macht. Aber jetzt hört mal auf, an und auf zu gehen. Nein. Das war nicht der Typ, dem ich das Öl klauen wollte. Nicht, dass ich ihm das Öl klauen würde. Du hast nicht das Geringste gesehen. Letztendlich weg hier.
Ich muss mal Meltetrubbish Videos fragen, wie er das alles aufnimmt, weil bei mir ist das immer mit Minecraft-Style spinnt irgendwie. Wohl früher hat sie das nicht gemacht, ne? Jetzt irgendwie. Naja. Dumme Kamera will sich drehen. Spin me right round, baby, right round, like a racket, baby, right round, right. Boah, mir wird schlecht, ich höre ja schon auf. Lalala, tup-di-dum, troll-lalal. Wie sich das unbedingt jetzt machen will. Das reicht an Öl, läuft wieder wie geschmiert. Ja, das hat mir ein bisschen Erfahrung gebracht. Naja, neun Erfahrungen und bald wieder Level Up und Level Up gut. Und besser jetzt vor dem offensichtlichen Dungeon als nachher. Weil der dann Boss wird hart, soweit ich weiß. Jemand, um was gegen dieses Monster zu unternehmen. Ich stehe mir hier schon seit Stunden die Beine in den Bauch. Rat wollte jemanden schicken, der dem Schrottmonster zu Leibe rückt. Aber wer bist du denn jetzt? Für einen Kämpfer siehst du mir ein bisschen dünn aus. Bist du dir sicher, dass du genug Mumm hast, dem Biest alleine gegenüberzutreten? Obwohl es sich kaum bewegen kann, würde ich es nicht alleine mit ihm aufnehmen wollen. Ich wünsche dir auf jeden Fall Glück. Danke, du Arsch. Oh ja. Das Schrottmonster. Das war ganz böse. Obwohl, wir machen ordentlich Schaden. Wenn ich mich nicht so unheimlich dumm anstellen würde und es aufhören würde, bei mir zu laggen, hör auf. Wie normal, Gegner berühren gleich Schaden für einen selbst, wisst ihr was? Ich cheate nicht. Ich benutze nur das, was mir das Spiel gibt. Ja, hör auf. Ich habe zwar eben gesungen Spin Me Right Round, aber damit war es nicht du gemeint. Und ich bin einmal voll reingelaufen. So, tot. Wieso habe ich das so schlimme Erinnerung? Ah, und ich habe endlich Erfahrung ab. Und ich will das auf jeden Fall erhöhen. Und Stärke oder Lebenskraft? Naja, alles auf dem gleichen Nenner. So. Ja, das müsste passen. Böses Viech. Ich weiß auch nicht, wieso ich vorher vor dem Viech so Schiss hatte und nicht gedacht habe, das wäre so stark. Und ich habe auch keine Ahnung, wie ich gedacht habe, dass jetzt hier ein ganzer Dungeon kommt. Das ist zu lang her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Es ist definitiv zu lang her. Dieses Let's Play verdient den Titel Semi-Blind. Und da das hier kein ganzer Dungeon ist, fehlen mehr Korken. Und zwar nicht zu knapp. Und anscheinend gibt's hier auch keine Korken, oder? Nein. Tja. Kann ich das Viech nicht hier so auseinanderschrauben? Ekliges Mutantenviech. Boah, mit Virus befallener Schrott. Wieso erinnert mich das so an Science-Fiction-Spiele, einige? Bestens, das Biest ist erledigt. Dann kann ich mich ja endlich wieder um mein Haus kümmern. Für eine Dreamer-Bohnenstange kämpfst du übrigens gar nicht schlecht.
Danke, du Arsch. Ich hab's geschafft, du nicht. Jetzt verpiss dich. Typ, kann er ihn schon aufregen? So, ja, ich bin so toll und... Ja, ich hätte das natürlich auch verschaffen können. So. Stopfe zuallererst die Löcher in den Rohren. Wie oder mit was du das machst, ist ganz egal. Hauptsache, es geht schnell. Du. Das reicht an Öl. Läuft. Wie geschmiert, ja klar. Leute. Ich glaube, ich cut jetzt mal und gehe auf Korkensuche. Also. Bis zum Korken eben, ne? Ciao.